hat das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am vergangenen Samstag hat die Terrororganisation Hamas in beispielloser Art und Weise das Territorium des Staates Israel angegriffen, und dabei sind über 1000 Menschen umgebracht worden. Die Debatten, die wir in diesem Haus in dieser Woche führen, stehen ganz eindeutig unter dem schrecklichen Eindruck dieser Tat. Und genau wie der Terror gegen Israel, zeigt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, zeigt das chinesische Machtstreben nach immer mehr Einfluss weltweit, zeigt, dass sich in unserer Gesellschaft Extremisten und Demokratiefeinde immer mehr breit machen, dass demokratische Ordnungen, dass liberale Demokratien ein eigenes Interesse daran haben, zu wissen, was die Feinde der Demokratie planen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gut ausgestattete Nachrichtendienste auch in Deutschland haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun ist es so, dass man mitunter, wenn man die ein oder andere öffentliche Debatte über die Nachrichtendienste verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten, den Eindruck gewinnen muss, dass manche versuchen, die Bindung an Recht und Gesetz der Nachrichtendienste als typisch deutsche Schwäche darzustellen. Ich denke an Artikel, die veröffentlicht worden sind von ehemaligen Präsidenten der Nachrichtendienste. Doch genau das Gegenteil ist richtig. Die Bindung an Recht und Gesetz, die Bindung an das Grundgesetz, das ist keine Schwäche der deutschen Nachrichtendienste, das ist eine Stärke der deutschen Nachrichtendienste, übrigens genauso wie eine effiziente parlamentarische Kontrolle. Und auch darum sollten wir uns kümmern, meine Damen und Herren. Mit den heute vorliegenden Gesetzen soll genau diese Bindung an Recht und Gesetz verbessert werden. Die vorliegenden Entwürfe sollen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts umsetzen in das Nachrichtendienstrecht. Dabei geht es besonders um eine Entscheidung aus Karlsruhe aus dem September 2022 mit Blick auf die Übermittlungsvorschriften, also die Regeln, nach denen ein Nachrichtendienst Informationen an andere Behörden weitergeben kann. Und die Vorgabe aus Karlsruhe ist, dass diese Anpassung bis Ende dieses Jahres passiert. Und eines ist ganz klar, es ist gerade in diesen Zeiten keine Option, diese Frist zu reißen. Wir müssen das hinkriegen. Übermittlungen der Nachrichtendienste an andere Behörden müssen weiter möglich sein. Es ist aber auch keine Option, durch ein allzu hektisches Gesetzgebungsverfahren auf den letzten Metern dieselben Fehler zu wiederholen, die für diesen Beschluss aus Karlsruhe ursächlich sind. Und deswegen kommt auf das Parlament jetzt eine Menge Arbeit zu. Und wir hätten uns das alles etwas entspannter und mit mehr Blick auf die Sache gestalten können, wenn die Vorlage der Bundesregierung früher gekommen wäre. Ein selbstbewusster Gesetzgeber, der muss sich mit den Befugnissen der Nachrichtendienste in Ruhe beschäftigen, so wie das Verfahren hier von der Bundesregierung betrieben worden ist, ist das nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe aktuell große Zweifel, ob der vorgelegte Entwurf, ob die vorgelegten Entwürfe dem Ziel gerecht werden, das Nachrichtendienstrecht anzupassen an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Warum ist das so? Erstens, wir haben eine unterschiedliche Systematik in der Vorlage für das BND-Gesetz und das Gesetz über die Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich hätte mir hier gewünscht, dass das Bundeskanzleramt und das Bundesinnenministerium besser zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist auch für die Bürgerinnen und Bürger und für die Behörden besser, wenn die Systematik beider Gesetze enger aufeinander abgestimmt sind. Zweitens, wir müssen uns einmal ansehen, warum das Bundesverfassungsgericht eigentlich entschieden hat, dass die alten Regeln verfassungswidrig sind. Das liegt im Bereich der Gefahrenabwehr etwa daran, dass die erforderliche Gefahrenschwelle nicht eingehalten wird. Was nicht geht, ist, dass man jetzt Gefahrenschwellen einbaut ins Gesetz und die dann an anderer Seite durch pauschale Öffnungsklauseln wieder aushebelt. Und drittens, die Nachrichtendienste dürfen ja Dinge, die andere Behörden nicht dürfen. Und deswegen gibt es in Deutschland das Trennungsprinzip, das Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Jede Übermittlung an die Polizei ist notwendigerweise eine Durchbrechung des Trennungsprinzips. Das ist völlig klar. Deswegen machen wir diese Regeln. Aber eine völlige Aushebelung dieses Trennungsprinzips, das brauchen wir auch nicht. Und unter diesen Kriterien werden wir uns jetzt im parlamentarischen Verfahren sehr genau angucken, dass dieses am Ende ein gutes Gesetz wird, was in die richtige Richtung geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir stehen am Anfang einer intensiven Debatte hier im Bundestag über das Nachrichtendienstrecht, aber es wird nicht die letzte sein, denn dieses Gesetz, diese beiden Gesetze, sie setzen ja nur einen Teil der Rechtsprechung aus Karlsruhe um. Wir haben noch das Urteil zum Bayerischen Verfassungsschutz. Recht, der Kollege von Lotz hat es erwähnt, und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das große Reformpaket zum Nachrichtendienstrecht, was im Koalitionsvertrag ausgehandelt worden ist, jetzt gleich mit auf dem Tisch haben. Es ist ein Versäumnis, dass wir das nicht vorliegen haben. Jetzt müssen wir uns erst mal mit den dringlichen Angelegenheiten, mit den Übermittlungsbefugnissen beschäftigen. Das werden wir tun und dann am Ende ein gutes Gesetz beschließen, das den Diensten und der Sicherheit nützt und mit der Verfassung vereinbar ist. Vielen Dank. Für die Linke spricht Dr. André Hahn.